Zurück zu Let's Play V4. Es geht weiter. Ich habe mir was überlegt. Bevor wir jetzt die nächste Hauptmission machen, gucken wir mal was. Und zwar, ob der Stadtteil jetzt schon frei ist oder ob niemals frei wird. Da gehen wir dann hier runter, um es zu gucken. Wobei, vielleicht werden wir den so oder so noch sehen, dieses Gebiet. Ich hoffe es auch mal, weil ich will nichts verpassen. Und ich kann mich aber das Gebiet auch nicht mehr erinnern, ob man da wirklich hinkommt. Und zwar habe ich mir überlegt, bevor wir die nächste Hauptmission machen. Alles klar. Gehen wir mal zu dem guten Hector und geben ihm seinen Kehlkopf. Haben wir vor zwei Parts gemacht, diese Mission. Ich gehe jetzt auch wieder durch. Aber hier ist zu, also... Das ist auf der Karte eingezeichnet. Das scheint noch irgendwann weiterzugehen. Wahrscheinlich erst nach dem Kapitel, das wir jetzt machen. Ich habe zu tun, aber für euch habe ich Zeit. Hier ist der Kehlkopf. Euer Dieb hat ihn versetzt, bevor die Wache ihn für seine Mühen aufgehängt hat. Dann hat er wenigstens bekommen, was er verdient hat. Danke, gute Arbeit. Mit dem Kehlkopf ist mein Metallmann fast so weit aufzuwachen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich bin jetzt eine Weile beschäftigt. Kommt bitte später wieder. Meinem Metallmann fehlt noch etwas. Mein Metallmann braucht mich. Kommt doch später wieder, ja? Okay, also er hat noch keine Mission für uns. Gut, dann machen wir jetzt auf jeden Fall Kapitel 6 erstmal. Und Vitoris und Hectors Kundenaufträge, der Rest, den heben uns dann eben für zwischen Kapitel 6 und 7 auf. Bedeutet, dass wir jetzt erstmal auf Quest Manor müssen. Ich sehe gerade, hätte ich es eher gewusst. Ach, Idiot. Dann hätte ich den Part da wieder begonnen. Was bin ich? Hier bin ich ja gerade durchgerannt, jetzt auf Screen. Aber okay, egal. Wir wollten ja eh nochmal zu Vitor. Heute hatte keine neue Mission. Egal. Habe ich ein bisschen einen unnötigen Weg genommen. Gut, egal. Rennen wir wieder zurück. Tut mir leid, da habe ich schon gedacht, dass er die Mission in die ganz andere Richtung ist. Da. Mir ist egal. Komm, Leute, ich kann hier nicht mehr durchsneaken. Ich will nur Weg. Die Kinder mir bringen und ich ziehe mir rumstelfen, deswegen stelfen oder her. Wenn ich gerade eh nur Weg rumkriegen will. Dann ja. Egal, wenn die mich entdecken. Gut. Sind wir nämlich hier rausgekommen. Hier ist es viel besser, als wenn ich da drüben rauskomme. Hätte ich ja dran gedacht, hätte ich hier den Part wieder begonnen. Und es mit Jörg und anderen mal gemacht. Dem gehe ich jetzt auch mal. Bitte steht wieder um. Danke. Egal. Ein Mann für sich. Kapitel 6. Wir beginnen es jetzt. Let's go. Aaron ist am Leben. Dennoch fühle ich mich dadurch nicht besser. Sie bringt mehr Zeit in meinem Kopf als ich selbst. Anscheinend ist sie erfüllt von der Urkraft und hat sie irgendwo verderbt. Der Schaden ist immer noch da. Dringt aufgrund von Northgrades Experimenten durch die Mauer von Moria nach draußen. Hat sie deswegen verschleppt? Nur ein Mann hat die Antwort, die ich brauche. Der Baron. Die letzte Verteidigungslinie des Barons mag für den Mob bereit sein. Aber nicht für mich. Ich muss da rein, bevor es hässlich wird. Kapitel 6, ein Mann für sich. Ja, natürlich auch irgendeine Anstalt, das war das letzte Kapitel. Geht's jetzt hier weiter? Wir sind zurück in Northgrass Manor, wo alles begonnen hat. Um Antworten von ihm zu bekommen.
Das ist ein Hund, das können wir schon mal einsetzen. Nicht. Und da ist ein Hauptkapitel. Was ist denn mit dieser Stadt? Versuche ich, wenn möglich, nicht aufzufallen und auch wieder Sammelobjekte und alles mitzunehmen, was ich eben finden kann. Weiß ich, lohnt sich das hinten auszuschalten? Na, hier haben wir mal erstmal was. Sieh an, was haben wir denn da? Den großen Ruffleck. Dann haben wir 3 von 6 von den angesteckten Kastinets. Und unser erster Sammlerobjekt quasi direkt zu Beginn des Kapitels. Ob wir hier oben noch irgendwas liegen haben. Scheint aber nicht der Fall. Könnt ihr schon erinnern, hier sind wir durchgesneakt über diese Wasserflächen. Ganz am Anfang im Prolog. Jetzt sind wir wieder hier. Tja, ich hoffe mal, ich habe hier nichts verpasst. Wir gucken erstmal hier weiter. Jede Wette, dass heute Nacht noch Blut fließt. Ich weiß nicht, wie viele Götzen da draußen sind. Weil du nicht zählen kannst, Mann. Scheiße, wenn ich Grips hätte, wäre ich wohl kaum hier. Okay, ziemlich viele Wachen hier. Ich muss mehr schlafen. Die letzten wahrscheinlich, die es überhaupt gibt. Ich glaube, den schnapp ich mir. Bevor er mir später Probleme macht. Und wir tun ihn mal hier hinterher. Gut. Das Kapitel kann ich mich nicht so stark erinnern, wie zum Beispiel an das vierte. Was ist hier? Okay, da läuft jemand gerade rüber. So, das Wasser machen wir mal aus. Das Wasser, das Feuer machen wir mal aus. Und da gerade dunkel ist. Schnappen wir uns den schnell. Ich muss auf jeden Fall aus. Ich bin nicht sicher. Ich habe. Okay. Irgendwas Geldbörsenmäßiges dabei. Sehe ich gerade nicht. Oben ist auf jeden Fall ein Schütze. Der sollte uns nicht sehen. Ich mache hier mal Quick-Saves öfter wieder im Kapitel, damit ich laden kann. Ich bin eigentlich keiner, der gerne lädt, sobald ich entdeckt werde, aber... Guck mal, hier was Öl. Becher. Wasserfall, deswegen mache ich ganz nicht einmal vorsorglich aus. Wurfobjekte haben wir voll. Könnte doch hier wieder hier hochgehen. Ich glaube, das sind wir doch ziemlich. Schützen! Wenn etwas über die Mauer kommt, verpasst ihm einen Bolzen. Bewacht diese Gärten mit Armbrustaugen. Wenn eine Maus kommt, will ich es nicht erster. Nur, da ist kurz geleckt. Also, es ist geleckt so kurz. Uns mitgenommen da schon wieder. Oh, das ist ein Versteckschrank gewesen gerade. Warte mal, Quick Save. So, da haben wir unseren ersten Schützen. Ich guck's mal hier rein. Zahnrad, okay. Die mach ich mal fast schon wieder zu. Ich
Okay, können wir an irgendeinem Rad drehen? Ich hab keine Ahnung, was das macht. Ich riskiere das jetzt aber mal. Soll ich es riskieren? Na komm, ich mal an Quickself, gucken wir, was es bringt. Ob ich damit das Wasser in den Gärten abstellen kann? Tja, ich hätte keinen zu interessieren. Wer was sieht uns gerade? Okay. Die haben so ein Blitzchen gehört, ne? Okay, wir haben jetzt nämlich hier komplett die Wasseranlage ausgestellt, glaube ich. Hier ist logisch, da ist noch Wasser drin. Hier, der große Brunnen ist aus. Oh Gott, der kommt ja hier rum. Das waren keine Ratten, oder? Scheiße. Keine Bewegung. Ja. Gut. Hier lade ich, sorge Leute, aber das ist mir gerade so viel, was mich da entdeckt hat. Okay, gehen wir nochmal hier hoch. Diesmal mit der Steuerung. Taste. Ich will nicht, dass mir das hier entgeht. Das ist nicht gemacht, aber was ich gerade vor hatte. Ich hoffe, ich kann ein paar Götzen töten, bevor ich kann. Keine Ahnung, warum der Brunnen aus. Ach, ich weiß, warum der Brunnen ist. Das können wir nämlich hier zu dem Ding, zum Schwungobjekt. Cool. Das war zu laut. Das ist mir bewusst. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Oh, der Hund. Leid. Falls da jemand ist, solltest du besser verstecken. Okay. Das war ziemlich kritisch, ich weiß, aber es ging. Muss ich jetzt mal schon agieren. Haben sie alles verbarrikadiert, wie ihr seht. Das war eng. Schnell. Das nehme ich mit. Shadow von Lars Northcrest. Puh, das war gerade ziemlich knapp. Aber da ist noch ein Weinglas auf dem Ding. Keins zu werfen, sondern zum Sammeln. Die vorne sind zum Werfen. Ich schreie das jetzt einfach. Ich hoffe, da ist nicht mehr gewesen. Puh, das hätten wir. Weiter geht's.
Weil diese komischen Vasen, die auch stehen. Keine Ahnung, warum die da überhaupt stehen. So, da haben wir die nächsten zwei Wochen. Okay, jemand fragt zum Verstecken. Dann hätten wir noch Glück. Es heißt, sie hätten die armen Schweine im Black Square ausgeweidet. So, mal schnell die Vase da geholt. Der Typ wird sich merken, der guckt gerade in das Dokument. So, einmal ausgeknipst. Okay, da haben wir Quicksave. Gut, nächsten beiden. Oh Gott, das ist ein Hund. Na, dich ziehen wir in den Schatten. Mehrere Wege rein, wie ihr schon merkt. Solange ich den Fall übrig habe, schalte ich den Vorsichtshalber mal lieber aus, dass ich doch noch eine Wache sehen hören könnte. Es sind so viele Wurfobjekte, ich will das, wenn die benutzt. Die Kiste sieht mir etwas instabil aus. Ja. Ah, die meinte. Ich hab eine herrliche Kiste denn. Das ist einer der vielen Wege rein. Aber ich nehme lieber den Keller, der Weg ist cooler. Ich glaube, das wird nämlich auch ein paar Leute drinnen hören. Okay, hier draußen sind so die meisten Wachen von Kavo. Die anderen, die sehen mich nicht. Jetzt geht's in den Keller. Okay, hier können wir schon mal knacken ohne Probleme, glaube ich. Irgendwas. Schaut nicht danach aus. Ah. Und da haben wir den Kellerzugang. Zu North Coast Manor. Das war der leichte Teil. Das ist ein großes Haus und der Baron empfängt heute keinen Besuch. Nicht freiwillig. Stellen Baron seinem privaten Studierzimmer. Ich wieder hoch. Ah, von da hat mich schon auch reingekönnt. Okay, keine Ahnung, wo das ist.
Ah, guck mal, was wir hier haben. Fallen. Okay, dann müssen wir durchsneaken. Die Fallen sind neu. Baronoid Northcrest hat wohl Angst vor Besuchern. Ich sollte aufpassen. Gut, dass ich der Fuge nochmal gefolgt bin. Hier ist ja eigentlich die Kasten. Und damit sind sie auch deaktiviert. Jawohl. Okay, warum ist die Tür hier auf? Gefällt mir nicht. Ist auf jeden Fall der Weinkeller. Jetzt mal das Licht aus. Okay, schon der erste Zugang ins Treppenhaus oder was auch immer das ist zu sagen. Cut ist wie immer verbitten in den Missionen. Schau mal hier rein. Okay, hier gibt's einen. Wahrscheinlich der Zugang zur Küche. Nahrung nehme ich mal mit. Gut, ich halte mich hier für den Weg. Immer noch eine vergoldete Flasche. So, es gibt hier mehrere Wege, die man gehen kann, rein und raus und alles. Ja, ich habe mich immer für den entschieden. Jetzt sind wir nämlich im Erdgeschoss. Scheinbar in der Küche. Wache, ich sehe mich mal um. Das Trockenfleisch hier erinnert mich an... Okay, die Tür sollte ich nicht öffnen. Ich habe mich für sicher, wenn ich es nicht tue. Okay, da geht es also in so einen Art Speiseraum hier. Ist ein Gang. Ich glaube, ich die Tür am öffnen. Boah, es ist hier riesig, ey. Haupthalle. Jetzt die durch die Tür gesehen haben, ne? Schön, dass die Männer des Barons nicht hungern müssen. Wäre auch nicht schön, mit knurrendem Magenbettler zu hängen. Wo sie die Wache dann Hinweg gesehen haben. Kommt der denn jetzt her? Wie stehen sie beide hier? Jetzt der Moment, komm. Wo ihr beiden K.O. geht. Okay, das ist mir deutlich zu sehr im Licht. Sieht hier aus rumgewandert, ey. Fast in so einen Nucken gefallen. Gut, dass ich es gemerkt habe. Ich wundere, wo die beiden jetzt hin sind. Gut, die sind jetzt mal weg. Okay, jetzt sind wir im Obergeschoss. Ich alles verwinkelt. Ich muss aufpassen, dass ich nichts verpasse, aber nur weil ich es nicht sehe. Das sieht aus.
Die Erweckten. 11.05.14. Die Herrschaft meines Großvaters war kurz, streng und überaus effektiv. Unter Samias wurde die Beschäftigung der Northcrest mit der Urkraft begründet. Dennoch erkannte er die Energie, die er zu beherrschen trachtete. Ich bewundere seine Überzeugung und bedauere seine Unkenntnis. Samias Vermächtnis bedeutete, dass Harlan dem Erfolg erringen sollte, der meinem Großvater verwehrt geblieben war. Aber statt die Sache voranzutreiben, erwies sich Harlan als planloser und undisziplinierter Lüstling, der Jahrzehnte der Forschung verkommen ließ. Ich werde seine Fehler nicht wiederholen. Damit gründete ich die Erweckten, einen elitären Zusammenschluss von Wissenschaftlern, Mechanikern und Philosophen mit einem gemeinsamen Ziel, der Vervollständigung der Kontrolle über die Urkraft. Mit dieser Energie betreiben wir die Wiedergeburt der Stadt und begründen ein neues Zeitalter industrialisierter Aufklärung. Wir sind nur wenige, aber wir sind die Maschine. Lass uns die alten Götter durch den Fortschritt ersetzen. Ach, sieh mal, was wir hier haben. Du Schächter, aber wir sind jetzt erstmal, wir müssen jetzt mal so ein Geschoss fertig machen. Ich möchte jetzt nicht direkt ins Obergeschoss laufen. Ich möchte hier ein bisschen planvoller an die Sachen rangehen, weil alles so groß ist. So. Aus mit dem Licht. Den könnten wir so runterschmeißen, den Kronleuchter, okay. Ein riesiger Kamin. Ja, der Rest sind Asuf-Objekte. Licht. Jetzt können wir erstmal das Erdgeschoss fertig, bevor wir nach oben gehen. Ja, da läuft was. Scheint eine Bibliothek oder so zu sein. Genau, und hier ist die Küche wieder. Was haben wir denn hier? Scheint ein Bar zu sein. Was wir hier so haben. In der Bettdecke versteckt sich nichts. Auch nichts dran. Entlassung schreiben. Das gesamte Personal von Hofkes Männer wird hiermit fristlos entlassen. Alle werden von der Wache des Barons durchsucht und dann vom Gelände gebracht. Jeder Versuch, Lebensmittel oder Rohstoffe hinauszuschmuggeln, wird mit dem Tod durch den Strang geahndet. Jeder, der sich nach Einbruch der Nacht noch auf dem Gelände befindet, wird verhaftet. Der hat komplett seine Leute entlassen. Schon krass.
Das ist die Kellertreppe. Ja, genau. Das ist die andere Tür. Okay, haben wir das nicht alle ausgemacht, können wir uns noch erinnern. Das ist nicht 5 Jahre her, sondern war ja das mit diesem Paar. So, schau mal ganz kurz, wie lange der schon geht, übrigens. Gut, der geht wieder lang genug. Ich würde sagen, wir sehen ein paar wieder, wenn es weitergeht hier in Northgoss Manor. Danke fürs Sehen, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.